Das ist Tassos und unser nächstes Ziel. Nach wunderschönen Wochen auf Limnos war es in der letzten Folge Zeit für uns gewesen, Abschied von unserer Lieblingsinsel zu nehmen. Tickets für die Fähre hatten wir zwar kurz vor Geschäftsschluss des Ticket Office noch bekommen, die Überfahrt um Mitternacht war aber kein großer Spaß. Eine Kabine zahlte sich für die etwa 5 Stunden lange Überfahrt nicht so richtig aus, aber mitten in der Nacht auf unbequemen Stühlen auszuharren, ist dann auch wieder nicht der Weisheit letzter Schluss. Völlig geschlaucht kommen wir also morgens um 5 in Kavala an. Guten Morgen! Und jetzt? Das finden wir in diesem Video heraus. Los geht's! Ab in den Süden! Wir fahren nach Griechenland und zwar zu dritt. Alle einsteigen. Wir sind Ola und Gerfried und wir leben die Freiheit, heute noch nicht wissen zu müssen, wo wir morgen aufwachen werden. Im Wohnmobil erkunden wir Europa und verbringen einen guten Teil des Jahres im Camper. Neben Kurztrips machen wir immer wieder auch Langzeitreisen. Denn seit 2020 arbeiten wir ortsunabhängig vom Wohnmobil aus. Neuerdings mit dabei ist Katze Ruby, die nach anfänglichen Zweifeln von der obersteirischen Bauernhofkatze schön langsam zur Weltenbummlerin wird. Then turn right onto Count Orodo. Ich sag's euch, das Aufstehen war heute echt schwer. Auf der Überfahrt gestern von Limnos hatten wir ein Schiff, das wir noch nicht kennen, und auf dem gab es anders als sonst sehr wenige Bänke. Normalerweise legen wir uns bei einer Überfahrt in der Nacht einfach auf diese Bänke und können ein bisschen schlafen und es passt schon. Aber es gab diesmal nur relativ unbequeme Sitzgelegenheiten und an Schlaf war zumindest für mich nicht zu denken. Und dann ist der nächste Morgen halt zum Vergessen. Wir sind von Kavala aus nur zum nächsten Strand gefahren, haben dort in einer Seitengasse geparkt und dann ein paar Stunden geschlafen. Das war wegen Ruby nicht so einfach, denn die hatte natürlich kein Einsehen. Endlich von der Fähre runter war für sie gleichbedeutend mit jetzt gehen wir spazieren. Und während wir einschlafen wollten um 6 Uhr früh, hat sie dann noch eine halbe, dreiviertel Stunde lang randaliert im Camper. Wir waren dann morgens nur schnell einkaufen, um was fürs Frühstück zu haben, und sind dann weiter zum nächsten Strand. Und da haben wir jetzt eigentlich die restlichen Stunden des Tages verbracht. Und das hat einen Grund, und der befindet sich hinter der Kamera. Das ist Tassos und unser nächstes Ziel. Wir sind hier am Strand von Keramoti, denn hier fährt quasi im Stundentakt die Fähre nach Tassos. Wir hätten auch von Kavala fahren können, wo wir heute Morgen angekommen sind, aber von dort aus ist die Strecke mindestens doppelt so weit, entsprechend teurer. Und nachdem es um 5 Uhr morgens keine Anschlussfähre gab, haben wir gesagt, wir machen nochmal einen Strandtag hier im Festland, bevor es dann weiter nach Tassos geht. Oder eigentlich Sassos, wie die Griechen sagen. Ihr habt wieder Nassfutter. Schmeckt's? Auf der Insel war nur Trockenfutter erhältlich. Die Dame hat Appetit auf Nassfutter entwickelt. Es folgt eine Einschaltung für Leute, deren Mama vergessen hat, ihnen ein paar Dinge zu erklären. Liebe Mitmenschen, schaut euch das an. Das da ist Müll. Das ist meine Hosentasche. Das kommt ins nächste Müllkübel, statt das hier. Und wenn ihr schon im Voraus weißt, dass ihr im Wald geht und Klopapier dafür mitbringt, dann bringt auch ein Spaten mit, damit ich das als Nächste nicht anschauen muss. Wenn die Ruby das kann, ihre einzugraben, könnt ihr das auch. Bitte! Na und da heißt es immer, ich reg mich auf.
Die Fähre fährt bis etwa 21 Uhr, jetzt haben wir 18 Uhr, sollte sich noch ausgehen. Wir werden es zusammenpacken und dann rüberschippern. 40 Minuten oder so soll das dauern. Kein Problem, heute noch rüberzukommen und dann hoffentlich noch einen Platz für die Nacht zu finden. Los geht's! Auf die Fähre wollten wir drauf sein. Wird getimt. Geht sich nie mehr aus. Ich verrate euch auch nicht, wer um 10 Minuten zu spät fertig war für die Abfahrt. Na, dann warten wir halt gemeinsam mit unserer Fähre herum. Schon erledigt. Endlich schreit mal wieder ein Grieche, so wie sich das bei Fähren gehört. Ella, Ella, Ella. Was machen wir? Wir filmen es nicht. Es war 0,0 erledigt. Endlich sind wir vorn bei der Fähre. Nicht mehr Leute vor uns, die schlafen bei der Ausfahrt. Na dann können wir es uns jetzt ja gemütlich machen. Ich nehme gleich ein Polster und eine Decke mit und werde oben gemütlich einschlafen. Als die große Limnosfähre gestern. Hier gibt es nur bequeme Bänke, die man sich auch bewegen könnte. So was hätte man gestern gerne gehabt. Dann wird nach heute nicht so dreinblicken, wie wir es tun. Willkommen auf Thassos. Haben wir geschafft. Das Anlegemanöver geht hier sehr, sehr flott. Ich war beim Videoschneiden jetzt auf der Fähre und plötzlich sagt uns jemand: Hey, hallo, Finish! Und ich glaube, 2 Minuten später sind wir auch schon vom Schiff gerollt. Da gibt es kein langes Anlegemanöver, sondern die Rampe ist schon unten, bevor das Schiff überhaupt an der Hafenmauer ist. Und dann geht alles ganz, ganz flott. Wir haben den Campingplatz gefunden, den sich die Orla gewünscht hat. Und die Platzsuche zu Fuß war auch erfolgreich. Es gibt noch einen Platz am Meer. Jetzt müssen wir ihn nur noch wiederfinden mit dem Camper. Ist ganz schön labyrinthisch das Ganze. Guten Morgen, Gerfried. Wir entspannen uns hier am Strand. Erste Reihe. Wir sind fast alleine. Essen die guten Eier von der Marika aus Limnos. Uns geht's gut. Ja, deine sind schon weg. Ich hab noch. Heute ist Ruby Hialis Katze. Schaut euch das an. Es gibt noch jede Menge freie Leine und sie sitzt freiwillig und nicht am Ende. Neben dem Hiali. Erster sehr ruhiger Tag hier im Campingplatz. Ihr seht, es ist komplett leer. Es sind nur ganz, ganz wenige Gäste verstreut am ganzen Platz. Und auf diesem Platz habt ihr die völlige Privatsphäre. Jeder hat nämlich sein Privatgrundstück mit 5 Meter hoher Hecke aus Bäumen. Ziemlich cool. Im Sommer wahrscheinlich noch cooler, denn man hat den ganzen Tag Schatten. Jetzt ist es ein wenig problematisch für unseren Solarertrag. Für längere Aufenthalte bräuchte es da für die Solartasche schon ein richtig langes Verlängerungskabel, damit man es bis in die Sonne schafft, weil da muss man dann eigentlich die Solartasche auf den Strand stellen, sonst ist überall Schatten, was wie gesagt im Juli, August sicher ganz, ganz toll ist. Die Olle hat mich verdonnert zum Brot kaufen und am Weg dorthin den Müll wegbringen. Und ich muss jetzt zuerst mal in die eine Richtung bis zur Rezeption und dann auf der Hauptstraße wieder in die andere Richtung. Da soll es einen Shop geben. Hoffentlich hat er Brot, vor allem um die Uhrzeit, 16 Uhr. Schauen wir mal. Also dieser Shop, der hat ja wirklich das beste Personal und Brot hat mir die Katze auch noch verkauft.
Ich war jetzt gerade beim Videoschnitt und die Eula ist duschen und die Schiebetüre war offen. Die Katze schläft irgendwo hinten und die Eula hat mich gebeten, auf die Katze Acht zu geben. Und ich habe nichts bemerkt, dass sie an mir vorbei wäre. Aber das hat sie auf der Reise schon zweimal geschafft, dass sie sich an uns vorbeigeschlichen hat. Und jetzt habe ich gerade den Schock bekommen, weil am Bett war keine Katze und der Blick in die Heckgarage hat auch keine Ruby zutage gefördert. Aber glücklicherweise, sie ist nicht entwischt, sondern sie hat sich nur gut versteckt. Hallo Ruby. Und das ist bequem, so reingequetscht zwischen Foil und Bett. Na, wenn es für dich passt. Holly am Strand. Wie schön ist das Leben. Superschön. Noch eine Spur schöner wäre es, wenn es Wind gäbe. Es gibt ein bisschen. Und ich habe jetzt gerade mein Wingfoil-Material da ans Kap sozusagen gesteppt, weil dort ein bisschen mehr Wind ist, aber es reicht nicht. Es war alles umsonst. Jetzt sitze ich auch in der Sonne und das war's. She got you. Best smelling stick ever. Ruby ist durchs Fenster ausgebüxt und sie bleibt immer genau so viel veräulert, dass sie nicht eingefangen werden kann. Puh, geschafft. Ruby, die Ausbüchserin. Nicht, als ob wir gerade 1,5 Stunden spazieren waren. Nein, das ist nicht genug. So, ich gehe mal zum Checkout. Der Aufenthalt auf diesem Campingplatz neigt sich dem Ende zu. Das war jetzt genau richtig, um mal ein bisschen zu entspannen. Und die Eula hat das Duschhaus genossen. Ah, Körperpflegetag. Luxus pur. Eine heiße Dusche seit 3 Wochen oder so. Ist schon ewig her. Ausgiebig Haare zu waschen. Ich habe heute 2-mal die Haare gewaschen, weil es einfach so ein Luxus ist, diese Verwahrlosung wieder wegzubekommen. Kleine Korrektur, der Luxus ist, sich leisten zu können, diese Verwahrlosung herzustellen. Das Wegbekommen ist ja kein Thema. Oder nicht. Ist etwas älter, teilweise nicht renoviert. Ein renoviertes Duschhaus gibt's. Einfach, aber hat heißes Wasser und alles, was man benötigt. Heißes Wasser ist was Feines. Wird mal wieder Zeit. Die Parzellen sind eher wie eigene Grundstücke. Man ist da von Baumhecken umgeben. Reinkommen ist nicht so einfach, vor allem wenn man recht hoch ist. In der Breite, ja, geht's, aber wenn man dann in die Parzellen möchte, in die Einfahrten, dann ist die Breite vielleicht auch ein Problem. Also selbst wir mit dem Kastenwagen mussten vorne ein paar Mal schauen gehen im Dunkeln, ob sich's wohl ausgeht. Aber ja, man findet schon einen Platz, aber man sollte zuerst zu Fuß mal schauen gehen, welcher Platz der richtige sein könnte. Kostentechnisch ist das Ganze sehr moderat. Wenn es richtig ist, was wir vorausberechnet haben, dann zahlen wir pro Tag ca. 14 Euro. Strand ist schön, es gibt Strandbars rundherum und ein paar Restaurants. Sonst gibt es hier eher nicht so viel und deswegen wollen wir jetzt auch mal die Rundreise rund um Thasos beginnen. Auch wenn das Wetter heute regnerisch angesagt ist, bis jetzt haben wir keinen Regen bemerkt. Nur morgens gab es ein paar Tropfen, seither ist es trocken, die Sonne kommt auch schon raus. Wie das halt am Meer so ist, halb so wild. Und das passt, um mal weiterzufahren. Die Vorausberechnung hat in etwa gepasst. 29,80 für 2 Nächte. Die Ortstaxe ist da wohl noch dazugekommen, aber unter 15 Euro für 2 Personen plus Camper ohne Strom. Das passt schon. Jetzt werden wir noch Wasser tanken
und dann geht's los. Olli, wir haben ausgecheckt, gehen wir's an. Ruby will hier nicht weg, ihr gefällt's am Campingplatz. Jetzt weiß der ganze Campingplatz, was ich für eine Katzenquälerin bin. Ja, bist du ja auch. Warum müssen wir da wegfahren von dem Campingplatz? Ruby gefällt's. Ruby. Das ist das Ruby-Frühwarnsystem. Wenn es am Campingplatz irgendwo so kreischt, dann weiß man, die Olle möchte jetzt nach eineinhalb Stunden Spaziergang zurück zum Camper, um mal ihr Frühstück fertig zu essen. Und die Ruby möchte das nicht. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others. Hier ist mal wieder gut, wenn niemand entgegenkommt, das ist so schon eng genug. Hier gibt es ein, zwei Olivenbäume. Voices drowning in the sea. There's too many voices. Wir fahren jetzt einfach mal an der Westküste in Richtung Süden und schauen, was wir finden. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Na gut, allzu weit sind wir nicht gekommen. Ich glaube 20 Kilometer und jetzt machen wir mal einen Kaffeestopp. Ich mache mich auf den Weg zur Bäckerei und die Ola, ihr wisst schon, geht mit der Ruby eine Runde. Ja, um weiterzufahren, wäre es notwendig, dass Euler die Ruby aus dem Gebüsch zehren kann. Ja, der Ort ist ganz nett, besteht zu 80% aus Apartmenthäusern und die Bäckerei war leider geschlossen und somit war das jetzt nichts. Es gibt ein paar schöne Fischtavernen, es riecht auch sehr gut, ich bekomme Hunger, aber wir fahren noch ein Stückchen. Nachdem das mit dem Bäcker nichts wurde, sind wir fürs Mittagessen an den nächsten Parkplatz weitergefahren und da sehen wir jetzt einen alten Bekannten aus Limnos, den Berg Athos. Ruby und ich sind Zeitung lesen.
Ruby, da kann ich nicht mit. Das schafft das Heli nicht. Ja, danke sehr. Lieb von dir. Ruby, du bist keine Ziege. Ruby, kommst du da runter, bitte? Nach einer Stunde kommen wir dem Camper jetzt wieder näher. Ist auch gut, schon langsam ist der Rucksack schon schwer. Guten Morgen, alles wunschgemäß sind wir an diesem bewirtschafteten Strand geblieben und sie liegt schon seit geraumer Zeit auf der Sonnenliege. Ich habe ein bisschen Video geschnitten und jetzt fahre ich hier, denn es wird jetzt einfach zu heiß im Camper. Was ich nicht genau weiß, ist, was ich mit der Katze machen soll. Die liegt nämlich vorzugsweise unterm Camper, dort ist es kühler und hier ist es ja nicht ganz angenehm für sie wahrscheinlich im Camper. Und deswegen wäre es vernünftig, sie draußen zu lassen. Die Ola möchte das nicht, weil sie Angst hat, dass sie dann überfahren wird. Ruby, magst du Wasser? Magst du Wasser? Bleibst du da oder gehst rein? Bleiben wir doch drinnen, Ruby. Ruby bleibt doch in ihrer Höhle. Könnt ihr schwimmen? Ja, zwei Sandfüße. Ja. Abgebunden. Die Eule hat die Zeit am Strand produktiv genutzt. Ist nicht so, dass hier nur gefaulenzt wird. Nur noch die Ärmel aufnehmen und fertig. Sehr gut, und für uns geht es jetzt aber weiter. Wir wollen einen dieser berühmten Wasserfälle auf Thasos besichtigen und wir haben uns überlegt, nachdem wir jetzt in der ungefähren Gegend sind, wo man die Straße in die Berge hier beginnen kann, machen wir das heute Abend in der Hoffnung, dass wir dann morgens die Wasserfälle für uns selbst haben. Ob es aufgeht? Schauen wir mal. Und zwar im nächsten Video. Dort gibt es dann nicht nur Wasserfälle, sondern auch wieder einen tollen Spot am Meer, ganz nach unserem Geschmack. Mit viel Entspannung, Horden von Katzen, Stand-up-Paddling und unheimlichen Seehöhlen. Außerdem einen Besuch des Golden Beach und weiterer schöner Flecken, bevor wir dann aufs Festland zurückkehren. Danke fürs Dabeisein, wir sehen uns beim nächsten Mal.